So. 4,8%, ne? Und wie viel? Du hast es in dir. Wenn du, um voll zu. Ich kann nicht Bier trinken und davon musst du total oft pissen. Nein, das ist gar nicht wahr. Du musst nur das erste Mal pissen so lange zurückhalten, bis es gar nicht mehr geht. Und dann musst du aber ständig wieder. Nein, doch. Ich sehe es doch immer wieder. Alles eine Sache der Übung. Doch, pass auf, okay. Du musst unglaublich. Außerdem ist das als Mann sowieso egal, weil du kannst sowieso über dich pissen. Wenn du, ja, deinen Schwanz unbedingt einer riesen Menge auf einem Festival präsentieren willst, gerne, wenn du schwul bist. Was hast du mit Fuß zu tun? Na, wenn du einer riesen Menge Männer deinen Schwanz präsentierst. Man geht einfach irgendwo ein bisschen außerhalb. Also dafür müsste man ja aufstehen. Ein bisschen schräg weg. Aber jetzt nimmst du einfach mal so Whisky, Korn oder sowas hier, ne? Das hat mindestens 6-mal so viel Prozent. Du musst viel weniger trinken und bist viel schneller voll. Und du kannst deinen Pegel damit viel erhalten. Aber weißt du was? Das ist schlecht für die Wirtschaft. Das ist schlecht für die Wirtschaft. Hiervon bist du Alter, mehr? Beim Saufen denke ich doch nicht an die Wirtschaft. Da denke ich an meine Hallo! Na, wir sind in der Rezession. Da kann man nicht machen, was man will. In der Rezession, mein Freund. Echt? Aber pass auf, warte. Dann spinnen wir mal etwas weiter, ja? Oh, jetzt kommt's. Die wandern doch alle ins Ausland aus. Soll ich dir was sagen? Noch viel schlimmer ist, wenn gleich der Schnaps leer ist. Ja. Ich glaube nicht, den Sport nicht leer.